domradio.de Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. Mit einer Bibel hat sich US-Präsident Donald Trump vor der St. John's Church nahe des Weißen Hauses ablichten lassen. Die Kirche war in den vergangenen Tagen bei den Protesten nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd beschädigt worden. Kirchenvertreter kritisierten Trump dafür. Bischof Michael Curry, der Vorsitzende der Episkopalkirche in den USA, schrieb bei Twitter, Trump habe eine Kirche und die Heilige Bibel für parteipolitische Zwecke benutzt. Bischöfin Marianne Edgar Buddy von der Diözese Washington sagte im Interview mit CNN, sie sei empört, Trump missbrauche heilige Symbole. He is not a man of prayer on Sunday morning, we know that. Er sei kein Mann des Gebets, sagte sie im Gespräch mit dem Fernsehsender. Er gehe bekanntermaßen sonntags nicht in den Gottesdienst, niemals besuche er St. John oder irgendeine andere Kirche. Seine Botschaft stehe im Gegensatz zur kirchlichen Lehre. Kritisiert wurde auch, dass die Polizei Trump die Straße für seinen Presseauftritt gewaltsam freiräumen musste. Mit Tränengas und Gummigeschossen gingen sie auf die überwiegend friedlichen Demonstranten los. Zuvor hatte Trump ein hartes Vorgehen gegen die Demonstranten angekündigt, die nach dem Tod des schwarzen George Floyd bei einem Polizeieinsatz seit Tagen in den USA auf die Straße gehen. Er bezeichnete sie als Akte von inländischem Terror und drohte mit einem Einsatz der Armee. Israelische Forscher wollen jetzt mit Hilfe von Erbgutanalysen das Rätsel der berühmten Schriftrollen vom Toten Meer lösen. Die sogenannten Qumran-Rollen wurden vor über 70 Jahren gefunden. Es sind die ältesten handschriftlichen Bibeltexte, die existieren. Allerdings handelt es sich um über 20.000 winzige Fragmente, die Forscher seit Jahrzehnten versuchen, wieder zusammenzupuzzeln. Jetzt sollen ihnen DNA-Analysen helfen, die aus den aus Tierhaut gefertigten Schriftstücken entnommen wurden. Es habe zum Beispiel Teile aus dem Buch Jeremia gegeben, die Forscher schon zusammengefügt hatten, sagt die Projektleiterin. Doch dann hätten sie die DNA-Proben der Häute, auf denen sie geschrieben wurden, verglichen und festgestellt, dass es sich um unterschiedliche Tiere gehandelt haben muss. Daraus schließen Wissenschaftler jetzt, dass es sich nicht um ein Manuskript gehandelt hat, sondern um unterschiedliche Schriftstücke, die zusammengetragen wurden. Die Schriftrollen vom Toten Meer sind mehr als 2000 Jahre alt und gehören zu den wichtigsten archäologischen Funden des 20. Jahrhunderts. Indonesien hat wegen der Corona-Pandemie die diesjährige Pilgerfahrt nach Mekka abgesagt. Die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus sei zu groß, sagte der Religionsminister des Landes an diesem Dienstag. Nach seinen Angaben hatte die Regierung zunächst erwogen, nur die Hälfte der Pilger zu schicken, sich dann aber für einen vollständigen Rückzug entschieden. In Indonesien leben die meisten Muslime weltweit. Die Hadsch gehört zu den 5 Säulen des Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, ist angehalten, mindestens einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilzunehmen. Für dieses Jahr hatten sich mehr als 220.000 Indonesier für diese Wallfahrt angemeldet, die Ende Juli stattgefunden hätte. Für Mekka gilt zwar wegen der Corona-Pandemie eine strikte Ausgangssperre, doch eine endgültige Absage steht noch aus. Die Hadsch ist eine wichtige Einkommensquelle für das Königreich. Im vergangenen Jahr waren 2,5 Millionen Pilger aus aller Welt nach Saudi-Arabien gereist. Die Gemeinschaft St. Martin will ab September die Seelsorge im Marienwallfahrtsort Neviges übernehmen. Eingeladen hatte sie der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki, nachdem der Franziskanerorden sich im Januar dieses Jahres zurückgezogen hatte. 3 Priester der Gemeinschaft werden zukünftig die Pfarrei und die Wallfahrt in Neviges betreuen. Ende September soll eine feierliche Einführung stattfinden. Das Programm wird natürlich sein, in der Wallfahrt und in der Pfarrpastoral zunächst mal weiterzumachen, so wie die Franziskaner jetzt schon, ich glaube, seit über 300 Jahren dort kräftig gewirkt haben. Die Gemeinschaft St. Martin wurde nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil im Zuge der Erneuerungsbewegung gegründet. Das Mutterhaus und das Seminar befinden sich in Évron in Westfrankreich. Die Priester und Diakone der Gemeinschaft arbeiten in mehr als 20 Bistümern in Frankreich, Italien und auf Kuba. Sie sind vor allem in Pfarreien, an Wallfahrtsorten und in der Schulseelsorge tätig. Domradio.de. Christliche Nachrichten.